Herzlich willkommen zur Coffee Lecture. Ich zeige Ihnen heute das relativ neue Literaturlistentool Liganto. Liganto bietet so einige Vorteile. Diese stelle ich Ihnen anhand der verschiedenen Zielgruppen gleich einmal genauer vor. Dann zeige ich Ihnen die integrierten Bibliotheksservices und natürlich auch, wie Sie selbst aktiv werden können und eine kleine Live-Demo. Kommen wir nun zu den Vorteilen von Legante und welche Vorteile dieses Tool für Sie bietet. Als Dozierender können Sie ganz intuitiv eine Literaturliste in ISIS erstellen. Dabei verknüpfen Sie die Literatur mit den lizenzierten Beständen der Bibliothek oder Sie binden auch frei zugängliche Ressourcen ganz einfach ein. Einmal erstellt, können Sie diese Listen aber auch in den folgenden Semestern nachnutzen. Der Mehrwert für Ihre Studierenden ist hierbei der einfache Zugang zu der Literatur. Mit jedem internetfähigen Gerät können Sie somit auf E-Books und elektronische Ressourcen ganz einfach zugreifen. Auch können weitere Hinweise, die der Dozierende mit der Ressource verknüpft, ganz einfach von dem Studierenden wahrgenommen werden. Und wir als Bibliothek können sowohl die Dozierenden als auch Studierenden besser mit unseren Services erreichen und somit auch unterstützen. Und hiervon profitieren wir alle und können somit die Lehre an der TU gemeinsam verbessern. Und wir haben jetzt schon von Bibliotheksservices gesprochen. Welche sind denn jetzt nun in Leganto integriert? Und dazu gehören zum einen der Kaufwunsch, das heißt die Anschaffung von bisher noch nicht vorhandener Literatur, und zum anderen der Scan-Auftrag, das heißt die Digitalisierung, die gesetzlich möglich ist. Somit finden Sie sich dann auf der sicheren Seite, was Sie Ihren Studierenden wie zur Verfügung stellen können. Jetzt haben Sie schon viel über Leganto gehört und auch viele Vorteile von diesem Tool mitbekommen. Mit Leganto können Sie alle genutzte Literatur, die Sie für die Lehre benötigen, an einem Ort für Ihre Studierenden zur Verfügung stellen. Und damit Sie sich selbst auch von diesem Tool ein bisschen überzeugen können und es kennenlernen können, zeige ich Ihnen nun gleich die ersten Schritte, wie Sie ganz einfach eine Literaturliste selbst erstellen können. Schauen wir uns doch Leganto auch einmal in ISIS genauer an. Das heißt, ich bin jetzt hier in ISIS, ich bin in einen Kurs gegangen, wo ich als Dozierende bin und habe hier natürlich auch schon eine Literaturliste vorbereitet. Wenn Sie aber sozusagen noch nie Leganto einmal hinzugefügt haben, das ist gar nicht so schwer. Da würden Sie einmal auf Aktivität Material anlegen klicken, dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Dann können Sie hier einmal Leganto auswählen, einmal anklicken, der Literaturliste einen Namen geben und schon ist das auch integriert. Wenn Sie das erste Mal draufklicken, haben Sie die Möglichkeit, auch ein Template auszuwählen. Dieses Template ist davon abhängig, was Sie benötigen, wie Sie Ihre Literaturliste strukturieren wollen. In diesem Fall ist die Literaturliste in Grundlagenliteratur und weiterführende Literatur sehr grob gegliedert. Sie sehen jetzt, dass die Literaturliste aufgerufen ist. Sie können das immer in einem neuen Tab öffnen, dann ist es ein bisschen größer und ein bisschen komfortabler. Genau, schauen wir uns das einmal jetzt genauer an. Also wir haben jetzt hier einmal dargestellt, wie schon so ein paar Titel aussehen. Also Sie kriegen schon so ein gewisses Gefühl, wie es aussehen könnte bei Ihnen. Ich zeige Ihnen jetzt gerade für die ersten Schritte, wie Sie einen Titel hinzufügen würden, aber auch zum anderen, wie Sie mit Tags arbeiten können oder auch, wie Sie die Bibliotheksservices nutzen können. Fangen wir dann doch mal mit den Titel hinzufügen an. Da gehen Sie einfach ganz einfach auf diesen Button, Titel hinzufügen und rechts öffnet sich dann die Möglichkeit, wie Sie Titel hinzufügen können. Ich möchte jetzt eigentlich auch hier mich erstmal nur fokussieren auf Suchen im Wissensportal Primo. Das heißt, hier würden Sie in dem, was die UB bietet, direkt suchen können, also im Katalog. So, klicken wir das einmal an.
Hier können Sie mehrere Sachen aussuchen. Das kennen Sie sicherlich, wenn Sie selber schon in Primo gesucht haben. Man kann unterschiedliche Sachen einfügen und dann die Suchkriterien. Das heißt, ich hätte jetzt einmal als Beispiel die Strömungsmaschinen. Der Autor ist Karl Pfleiderer. Und das möchte ich gerne in dieser Literaturliste hinzufügen. Je nachdem, wie viele Suchergebnisse ha Sie haben, wollen Sie vielleicht auch noch mal die Suchkriterien anpassen, damit Sie nicht so viel sich anschauen müssen. In diesem Fall ist es tatsächlich schon das erste Buch. Es gibt hier verschiedene Versionen, die können wir einmal aufklappen. Und die siebte Auflage ist tatsächlich auch das, was ich gerne hier hinzufügen möchte. Es gibt dann aber auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist einmal P für physisch, das heißt, das gedruckte Buch kann man einmal zufügen und aber auch hier die elektronische E-Book-Variante. In diesem Fall zeige ich Ihnen einfach mal, wie es mit bei beiden geht. Also bei der E-Book-Variante würden Sie einfach das anklicken, mit der linken Maus halten und per Drag and Drop einfach rüberziehen. Sie sehen, das geht ganz einfach. Sie haben ein Vorschaubild, Sie haben das E-Book und die Strömungsmaschinen. Alles wunderbar. Wenn wir das gleiche mit dem gedruckten Buch machen, funktioniert das genauso. In diesem Fall öffnet sich noch ein weiteres Pop-up-Fenster, wo Sie auch schon Text vergeben können, aber das zeige ich Ihnen im nächsten. Jetzt habe ich schon zwei Bücher hinzugefügt. In diesem Fall möchte ich Ihnen aber jetzt auch noch eine weitere Möglichkeit zeigen, wie Sie Sachen hinzufügen können. Und da würde man einen Cited-Button installieren. Den finden Sie oben rechts bei Ihrem User-Menü. Das würden Sie einfach nur mal anklicken. Das heißt, hier würden Sie diese Schaltfläche oben vielleicht in die Symbolleiste ziehen. Bei mir ist das jetzt schon vorgesehen. Und dann würden Sie, egal wo Sie auf welchen Seiten Sie sich befinden, tatsächlich Literatur in Ihre Literaturliste hinzufügen können. Das heißt, das passt sich Ihren Bedürfnissen an, wie Sie diese Liste erstellen möchten. Schließen wir das einfach mal. Ich habe da jetzt natürlich auch noch was vorbereitet. Ich bin jetzt bei Springer Link. Ich habe jetzt hier ein anderes Buch zur technischen Mechanik. Das ist im Volltext verfügbar, also das ist hier in diesem Fall ein E-Book. Ich würde dann jetzt einfach auf diesen Cited-Button gehen. Dann öffnet sich ein Fenster und da gibt es jetzt ein paar Sachen, die man schon vorsieht. Das heißt, dieses Buch hat gewisse Metadaten, Titel, Autor. Hier werden auch schon viele Sachen angeboten. In diesem Fall ist es ein E-Book. Und jetzt kann ich mir aussuchen, ich möchte es gerne in die aktuelle Literaturliste hinzufügen. Das ist hier schon ausgewählt. Dann ist hier der richtige Kurs und hier kann ich den Abschnitt aussuchen, wo ich das hinzufügen möchte. In diesem Fall möchte ich das gerne bei der Grundlagenliteratur hinzufügen. Dann muss ich eigentlich auch nur draufklicken und schon wird meine Literaturliste aktualisiert. Ich kriege hier auch schon die Bestätigung, dass das drin ist. Und wenn ich jetzt zurück zur Literaturliste gehe, sieht man, die wird wieder aktuell geladen. So, man sieht sie noch nicht gleich, weil anders als beim Drag and Drop fügt der Cited Button das am Ende ein und da sehen Sie hier, die technische Mechanik ist hinzugefügt. So, das sind auf jeden Fall schon mal die wichtigen Möglichkeiten, wie Sie einfach Literatur hinzufügen wollen. Das klappt nicht nur bei Büchern, sondern auch bei Artikeln, Videos bei YouTube, was Sie sich einfach vorstellen können und was auch für Sie relevant ist. Ich zeige Ihnen jetzt aber nochmal die Tags, wie man mit Tags arbeiten kann. Die kann man nämlich bei jeder einzelnen Ressource hinzufügen. Wenn man hier einmal mal draufklickt, sehen Sie auch zwei unterschiedliche Bereiche. Das einmal ist das für
die Kommunikation für die Studierenden wichtig. Das sind die ersten drei. Das heißt, ist eine Ressource verpflichtend, empfohlen oder weiterführend? Das heißt, da würden Sie schon Ihren Studierenden eine Richtung geben, was soll zuerst gelesen werden, was ist besonders wichtig. Und zum anderen können Sie aber auch mit der Bibliothek kommunizieren und hier entweder einen Kaufwunsch, sowohl für das Printbuch als auch für ein E-Book, anregen. Das heißt, da würden dann die Kaufwünsche weitergereicht, die würden dann angeschafft, sofern das eben auch möglich ist. Aber auch einen physischen Semesterapparat in der Bibliothek erstellen. Das heißt, wenn Sie das anklicken, den TU-Semesterapparat, würde alle Literatur aus Ihrem Kurs in der Bibliothek zusammengestellt. Das würden Sie jetzt sozusagen für die einzelnen Bücher machen. Und dann können Sie mit der Bibliotheksüberprüfung uns sagen, okay, diese Liste ist so gut wie fertig oder sie ist fertig und die möchte ich an die Bibliothek senden. Und jetzt gucken wir uns nochmal einen weiteren Bibliotheksservice an. Das heißt, Sie möchten einen Teil von einem Buch oder einen Aufsatz oder was Sie auch benötigen aus einem Printbestand Ihren Studierenden aber elektronisch zur Verfügung stellen. Dafür kann man natürlich den Scanauftrag machen. Das heißt, Sie gehen einfach in einen Printbestand, der bei uns aber schon verfügbar sein muss. Dann öffnet sich eine weitere Seite. Und dann sehen Sie hier die Möglichkeit, einen Scanauftrag loszuschicken. Das kann man jetzt einfach mal anklicken. Und dann können Sie uns genau sagen, was benötigen Sie. Und sofern das in diesen rechtlichen Rahmenbedingungen ist, stellen wir das auch so für Sie zur Verfügung. Und das waren tatsächlich auch schon alle Schritte, die Sie benötigen, um eine Literaturliste ganz einfach anzulegen. Das heißt, Sie fügen verschiedene Titel hinzu. Sie können uns sagen, die und die Ressourcen benötige ich noch für die Lehre. Das würde ich gerne gescannt haben. Und dann fehlt nur noch, dass Sie die Liste für Ihre Studierenden freischalten. Der Default ist, Sie erstellen eine Liste, die ist dann noch nicht veröffentlicht. Das heißt, Sie können erstmal ganz in Ruhe Ihre Liste aufbauen und würden dann hier neben der Bibliotheksüberprüfung einen Button finden, wo dann steht Veröffentlichen. In diesem Fall sehen wir aber schon hier, das ist kein Entwurf mehr, sondern die ist schon veröffentlicht. Das heißt, alle, die in diesen Kurs eingeschrieben sind, sehen auch diese Liste. Und das waren tatsächlich schon die Schritte, die Sie nur machen müssen, um eine Literaturliste in ISIS zu machen. Und das war's auch schon mit dieser Coffee Lecture und mit unserem Ausflug in die Leganto Literaturlistenwelt. Es kann natürlich sein, dass Sie immer noch mal speziellere Fragen haben. Wir haben weitere Informationen natürlich auf Webseiten für Sie zur Verfügung gestellt, aber natürlich können Sie uns auch jederzeit persönlich ansprechen und Sie erreichen uns am besten unter der folgenden E-Mail-Adresse leganto@ub.tu-berlin.de.